Der zweite Aspekt bei Prozeduren ist der Aufruf. Der Aufruf erfolgt über den entsprechend bei der Prozedurdefinition vergebenen Namen. Dann runde Klammer auf, runde Klammer zu. Und hinterher werden wir noch sehen, kann man zwischen die runden Klammern Parameter einfügen. Semikolon. Prozeduraufruf ist von der Semantik her eine Anweisung. Was passiert, wenn ich eine Prozedur aufrufe? Ja, es wird quasi in die Prozedur, in den Prozedurrumpf gesprungen und die Anweisungen im Prozedurrumpf werden ausgeführt, bis der Prozedurrumpf vollständig abgearbeitet ist oder bis eine Return-Anweisung ausgeführt wird. Hier ist das mal schematisch angedeutet. Der Programmablauf beginnt immer in der Main-Prozedur, Public Static Void Main String und so weiter. Hier mal kurz verdeutlicht mit Main. Dann werden die Anweisungen der Reihe nach aufgerufen. Hier steht jetzt der Aufruf einer Prozedur, die hier definiert wird. Das heißt, es wird verzweigt in den Prozedurrumpf. Hier erfolgt wiederum ein Prozeduraufruf. Es wird verzweigt in den Aufruf dieser entsprechende Prozedur, die wird ausgeführt. Wenn ein Prozedurrumpf komplett ausgeführt wurde, wird zurückgesprungen an die Stelle, wo diese Prozedur aufgerufen wurde und an der folgenden Anweisung wird weitergemacht. Das heißt hier bei 7. Und dann wird letztendlich, weil ja auch Prozedur 1 abgearbeitet ist, an diese Stelle wieder zurückgekehrt. Und nach vollständiger Abarbeitung der Main-Prozedur ist dann das Programm beendet.